Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, hallo, grüß Gott. Ich begrüße Sie wieder ganz, ganz herzlich heute bei Finanzen am Freitag, am 24. September. Zwei Wochen sind wieder vorübergegangen und ja, heute ist es wieder soweit. Es waren sicher wieder viele spannende Themen auch, die Sie beschäftigt haben. Und ich freue mich natürlich auch unser Themengebiet heute, die Auto- und Industrie in der Folge etwas näher auch betrachten zu dürfen. Und natürlich, ich sehe schon, es gibt schon eine Frage, auch Gold können wir gerne ein wenig analysieren. Ist ja in den letzten Tagen etwas unter Druck geraten? Habe auch immer wieder Gold-Trades laufen, deswegen auch natürlich ein sehr schönes Thema im Rahmen von Finanzen am Freitag heute. Mein Name ist Richie Dobitzberger und ich leite Sie sozusagen heute durch das Programm. Zu Beginn eine Frage, ob alles perfekt läuft. Ich sehe hier also, Sie hören mich, Sie sehen den Bildschirm. Das ist immer auch ganz wichtig, dass man hier eine kurze Rückmeldung von Ihrer Seite auch hört. Ja. Zu Beginn natürlich die Interessenskonflikte, die möglichen Interessenskonflikte meinerseits. Es ist hier eine Offenlegung. Jene Finanzinstrumente, die hier analysiert und kommentiert werden, obliegen natürlich der wahrheitsgemäßen Berichterstattung. Ich weise darauf hin, dass diese Sache kenntnisgerecht, sorgfältig und gewissenhaft durchgeführt wird und dass auch ich hier von den einzelnen oder in den einzelnen Unternehmen werte und halte und auch diese trade und es sich hier natürlich rein um meine sozusagen Meinung handelt, die ich hier kundtue. Es soll hier keine Art von Beratung stattfinden und das macht es auch nicht hier bei Finanzen am Freitag. Zum Risikohinweis natürlich auch ein ganz ein wichtiger Faktor. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Und deswegen ganz wichtig, ein adäquates Risikomanagementsystem, das Traffic Signal System, ein Ampelsystem, das ich zu Beginn immer auch gerne für Sie hier erkläre, bevor es dann in das Themengebiet Trading in der X-Station auch geht. Ja, diese zwei Punkte natürlich immer zu Beginn, wenn es dann oder jetzt geht es dann rein in das Risikomanagementsystem und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor für viele von uns, für alle Trader, weil man natürlich lange Freude am Aktienhandel, am Trading haben möchte und die X-Station bietet hier ein ausgezeichnetes Tool, das auch ganz einfach durchführen zu können. Zu meiner Person, jene, die das erste Mal hier mit dabei sind, kurze Vorstellung, mein Name ist Richard, oder besser gesagt Richie Dobitzberger, bin eigentlich ein studierter Molekularbiologe, habe ein abgeschlossenes MBA-Studium im Zusammenhang mit Social Trading, bin weiterhin mit viel Freude und Energie in der pharmazeutischen Industrie tätig, macht Spaß und bin aber auch seit 2012 erfolgreich auf unterschiedlichen Social Trading Plattformen tätig, Gründer und Betreiber von Sotravo.com. Für jene, die da noch nicht auf der Plattform waren, das ist sozusagen mein Blog, den ich auch ganz gerne hier vorstelle. Ja, was heißt das, wenn man sagt, man ist auch weiterhin in der pharmazeutischen Industrie tätig, beziehungsweise man tradet berufsbegleitend? Genau so sind nämlich meine Trading-Ideen auch aufgebaut. Ich bin also kein Daytrader, nicht jemand, der alle 5 Minuten auf einem Bildschirm mit 5 Screens sozusagen blickt, sondern ich bin wirklich wer, der sich die Trading-Ideen in aller Ruhe an einem Freitagabend während Finanzen am Freitag überlegt und diese dann auch umsetzt und das werde ich Ihnen auch sehr, sehr gerne zeigen. Und wenn man eben Trading berufsbegleitend betätigt
durchführt, ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich geeignete Rahmenbedingungen zurechtlegt und ganz zu Beginn jedes Trades oder jedes Unternehmens, in das man investiert, ist natürlich der Selektionsprozess der einzelnen Aktie, der einzelnen Werte. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Interessen, die man so hat. Bei mir ist es natürlich mehr die Biotechnologie und die pharmazeutische Industrie. Von dieser Seite komme ich ja auch her und deswegen auch diese Interessenschwerpunkt. Unternehmen, die mir Spaß machen, haben meistens ein höheres Wachstumspotenzial, Game-Changing-Charakter. Führungsstil ist ein ganz wichtiger Faktor. Welche Visionen hat so ein Unternehmen und das politische globale Marktumfeld ist natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor, bevor man einen Trade einsetzt oder sich eben auch in oder für ein einzelnes Unternehmen entscheidet. Ja, diese Punkte Innovation, Wachstumspotenzial, Führungsstil und umfeldpolitisches, das sind jene Selektionskriterien, die ich mir privat auch zurechtgelegt habe und natürlich die von Person zu Person unterschiedlich sein können. In diesem Zusammenhang Unternehmen, die halt ein Wachstumspotenzial haben, sind auch volatiler und deswegen auch diese Idee eines adäquaten Risikomanagementsystems, des Traffic Signal System, auf das ich, bevor ich die einzelnen Ideen bzw. die Trades in der X-Station starte, auf das ich eingehen möchte. Ja, das zu Beginn natürlich selektiert man ein Unternehmen aus. Wenn es nicht gerade ein Rohstoff wie Gold ist, ist es natürlich hier immer ganz wichtig, auch Analysen zu tätigen, fundamental oder die Fundamentalanalyse ist so der erste Start nach der Selektion des einzelnen Unternehmens, welches ich starte. Das heißt, man schaut sich an, wie schaut es aus mit dem inneren Wert des Unternehmens, der Fundamentaldaten. Das können bei robusteren Unternehmen, sage ich einmal, heute stelle ich einmal BMW vor oder Ford, ist es natürlich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das Price-Earning, das hier eine wichtige Rolle spielt. Bei mehr in das Wachstum oder Unternehmen mit Wachstumspotenzial, innovativere Unternehmen, die vielleicht noch gar keinen Gewinn erwirtschaften, ist es für mich besonders das Umsatzwachstum, um hier einen Einblick zu bekommen. Palantir ist für mich so ein Beispiel auch, wo man sagt, okay, wie entwickelt sich jetzt Gewinn, Umsatz in den letzten Jahren? Wie hat sich das entwickelt? Wie ist hier die Vorausschau? Und auf das gebe ich hier Acht. Betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche Daten spielen also hier eine durchaus entscheidende Rolle. Wenn es dann weitergeht von der Fundamentalanalyse zum nächsten Punkt, dann spielen für mich insbesondere die News-Analyse eine Rolle und deswegen auch der Blog, den ich habe. Sie können sich denken, hier werden genau diese News-Analysen, diese News-Daten auch zusammengetragen und das sind die Geschehnisse, die das einzelne Unternehmen in den letzten Wochen, Monaten newstechnischer involviert haben. Das können zum Beispiel auch Finanzergebnisse, die Quartalsberichte sein, aber auch Abgasskandale, wenn man sich zurückerinnert an VW. Also all diese Sachen beeinflussen natürlich ebenfalls den Kurs und deswegen neben der Fundamentalanalyse, die eher einen längerfristigen Zeithorizont beinhaltet, die etwas kurzfristigere News-Analyse, die aber nicht weniger bewertet werden sollte, weil natürlich diese News fundamental dann auch einen Ausschlag haben können, wenn sich natürlich ein Verkaufsverhalten oder das Kaufverhalten auch der Kunden damit verändern könnte. Deswegen hier ein ganz wichtiger Faktor ebenfalls die News-Analyse. Und dann natürlich neben der, wie gesagt, Fundamentalen der News-Analyse, die kurzfristigste Analyse, die ich bei meinen Unternehmen, nachdem diese selektiert worden sind, tätige. Und das ist eben diese charttechnische Analyse. Und hier eben insbesondere, je kürzer ein Trade sein sollte, aus meiner Sicht, mit CFDs in der X-Station natürlich kann man auch sehr, sehr kurzfristige Trades tätigen. Also je kurzfristiger der Trade angedacht ist, desto mehr spielt diese charttechnische Analyse für mich auch eine Rolle. Je längerfristiger ein Trade laufen könnte, ich bin ja eher ein Position Trader oder Swing Trader, Position Trader, da kann so ein Trade schon mal mehrere Monate gehen, da spielt die charttechnische Analyse nur eine untergeordnetere Rolle, aber natürlich auch wichtig. Man muss aber hier, glaube ich, durchaus auch Acht geben, wie viel Gewicht man in diese Charttechnik hineingibt. Für einen Einstieg, wie schon gesagt, durchaus relevant und
Ich werde Ihnen das auch zeigen in der X-Station, wie man so eine charttechnische Analyse durchführen kann. Nicht nur, wenn man eben auch kurzfristig handelt, sondern auch als Position Trader oder vielleicht sogar als Investor, um einen geeigneten Zeitpunkt, einen Einstieg in ein Unternehmen finden zu können und natürlich auch, um ein adäquates Stop-Loss einsetzen zu können. Ja, für mich diese Charttechnik wichtig, aber eben weil ja Position Trader nicht unbedingt das einzige Dogma für viele Daytrader ist ja die charttechnische Analyse. In Wahrheit das einzig Wirkliche, was verwendet wird. Ja, und wenn ich diese Bewertungsindikatoren ansehe und mir die charttechnische Analyse näher führe, dann ist es bei mir insbesondere der Relative Strength Index, kurz RSI, ein Momentum Indikator, der mir anzeigt, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Überkauft heißt, es sind sehr, sehr viele Käufer am Markt, also hier ein bisschen eine Lemming-Bewegung, überkauft, ja, aber wie es schon heißt, hier rechne ich dann eher mit einem Kursrücksetzer, weil ja dann einmal auch Verkäufer wieder an den Markt drängen wollen. Ein überverkaufter Kurs eben das Gegenteilige. Hier könnten wieder Käufer zugreifen, weil der Wert billiger geworden sein könnte. Also der Relative Strength Index, der zeigt mir das an. Ein Wert unter 30 gilt eben als überverkauft, ein Wert über 70 als überkauft und je nachdem kann ich hier meinen Einstieg in einer kurzfristigen Swing-Situation durchaus challengen und das auch nutzen. Der Trendindikator MACD zeigt mir, ob ein Aufwärts- oder ein Abwärtstrend vorhanden ist. Eine Kreuzung eines Negativen in einem Positiven, MACD signalisiert mir einen positiven Trend, von positiv ins Negativ einen negativen Trend. Ich zeige Ihnen das auch gleich dann in der X-Station beziehungsweise in den nächsten Slides nochmal genauer, um darauf eingehen zu können. Und der Preisindikator, die Bollinger Bänder, zeigen mir ebenfalls den aktuellen Kursausbruch sozusagen, die Kursbewegung und können das aufgrund der Bollinger, des Bollinger Mittels und zweier Linien, die hier vorhanden sind, die ich Ihnen zeige, durchaus sehr schön zeigen. Ja, mit den Bollinger Bändern sieht es eben dann so aus und das sehen Sie hier eben mit diesem blauen, mit diesen drei blauen Farben in der Mitte des das Bollinger Mittel. Das ist eben diese türkise Einfärbung und dann eben ein oberes Limit und ein unteres Limit. Und ganz vereinfacht gesagt, um nicht tiefer in dieses Chart oder in diesen Preisindikator hineinzugehen, ist es so, dass wenn eben hier eine Einengung zum Beispiel stattfindet, ich habe es Ihnen hier angezeigt mit dieser gelben Ellipse und ein Ausbruch dann nach oben, dann ist es für mich zum Beispiel ein positives Signal. Umgekehrt würde der Ausbruch nach unten stattfinden, wie Sie es hier ebenfalls sehen, dann wäre das zum Beispiel ein negatives Signal für mich. Und das ist eben ein ganz entscheidender Aspekt, um die Bollinger Bänder zu interpretieren. Aber mehr gibt es natürlich dann in der X-Station auch. Ich habe sie nur mal gezeigt, dass man das schon einmal ein bisschen vorher sieht, auf was man da Acht geben sollte. Der Relative Strength Index hier eben ebenfalls unten dieser blaue Linie. Und was Sie hier sehen, ist beim Relative Strength Index ein Wert unter 30. Wenn dieser unter 30 rückt, dann ist es so, dass hier eben eine überverkaufte Situation ist. Ein Wert über 70 hier unten wäre eben eine überkaufte Situation, je nachdem kurzfristige Kursausschläge oder Rücksetzer, die möglich sind. Und der MACD jetzt unten sehend in Rot und Grün eingezeichnet. Sie sehen hier ganz schön einen Schnittpunkt von Rot ins positive Grün, also vom negativen Rot ins positive Grün, interpretiere ich für einen folgenden Kursanstieg und von einem positiven Grün in negatives Rot auf einen Kursabfall. Und genau das sind diese Faktoren, die hier kurzfristig auch für mich eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Charttechnik geht. Also wie gesagt, diese drei charttechnischen Werte, RSI, MACD und Bollinger Bände verwende ich. Sie können sich jetzt fragen, wieso genau diese und diese Frage oder diese drei und diese Frage kann ich Ihnen auch ganz einfach und rational beantworten. Ich habe gesagt, während meines Studiums habe ich mich mit Social Trading auch befasst, habe hier eine Umfrage insbesondere bei unterschiedlichen Tradern geführt und das waren eben jene drei Indikatoren, die zu diesem Zeitpunkt 2015 von den meisten Tradern verwendet wurden, die eben eine Position Trading Strategie, also eine längerfristige Trading Strategie, wie ich auch durchgeführt haben. Und das war der einfache Grund, wieso, dass ich diese drei Indikatoren auch für mich sozusagen ins Portfolio der Entscheidungen mit aufgenommen habe.
Ja, und wenn man dann dieses Background zusammenführt, also Sie sehen die fundamentalen Daten oder zu Beginn erst einmal die Selektion des einzelnen Unternehmens, dann die fundamentalen Daten, dann die News-Analyse und dann diese Chart-Technik, dann kann man in der X-Station ganz schön ein Ampelsystem kreieren. Das heißt, ein einfaches System, wie ich mir zurechtlege, visuell, welche Punkte zu tun oder was zu tun ist. Der Einstieg ist hier im Ampelsystem immer mit einer schwarzen horizontalen Linie dargestellt, beziehungsweise ergibt sich aufgrund vom Einstiegspunkt und des Chartbildes eigentlich so eine Art Kreuz, das man hier eben ganz genau definieren kann, zeige ich Ihnen dann. Das Stop-Loss, das wirklich einzige Dogma in meinen Trades, weil es ja natürlich auch den möglichen zu Beginn festgelegten Verlust begrenzt, ist mit einer roten horizontalen Linie eingegeben. Sondereffekte mit gelben Ellipsen bzw. gelben Linien. Das können zum Beispiel News sein oder eben vergangene Events, die hier einen Ausschlag auf eine Chartbild gehabt haben könnten. Und das Ziel natürlich jeder Trade, wie im Leben auch jeder im Berufsleben ein Ziel haben muss jeder Trade auch ein Ziel haben, um erfolgreich zu sein. Und das kann entweder bei mir das maximale Analystenziel sein, das hier mal als Take Profit in der X-Station eingegeben wird, oder Anpassungen. Ich verwende diese ersten Ziele auch immer gern im Chart, werde Ihnen das ebenfalls zeigen, dann mit einer grünen horizontalen Linie, wo ich dann eine Anpassung des Stop-Loss, so eine Art Trading-Stop-Loss durchführe. Und das basiert auf den Bollinger-Bändern bzw. der Charttechnik und in der Folge auch auf mögliche Widerstände und Unterstützungen, die ich im Chart, rein im Chart analysiere und stattfinden lasse. Und das ist sozusagen das Ampelsystem, wie es zusammengebaut ist. Sie sehen, es ist eigentlich immer eine Trias, es sind immer drei korrelative Parameter, die fundamentalen News und die Charttechnik. In der Charttechnik der MACD, der RSI und die Bollinger Bänder und natürlich dann das dreifärbige Ampelsystem, Rot, Gelb und eben Grün. Und so sieht das oder kann das dann in der X-Station aussehen. Sie sehen es hier eben in diesem kleinen Bildchen. Das Einstiegsszenario wäre hier eben diese gelbe horizontale Linie. Sie sehen es jetzt eben hier etwas verkleinert, aber natürlich dann gleich auch in der X-Station in einer vergrößerten Form. Dann hätten Sie hier zum Beispiel kann auch ein Risikomanagementsystem festgelegt werden. Das ist immer der erste Teil, das erste Drittel sozusagen. Einigen Jahren in diesem Zusammenhang. Ja, das ist jetzt und jetzt geht's in Medias Res, die X-Station. So sieht jetzt einmal oder kann eine X-Station, ein Bildschirm, der Hauptbildschirm sozusagen aussehen. Man kann sich das natürlich auch für sich selbst zusammentragen beziehungsweise noch umändern. Sie sehen einmal nur zur Erklärung auf der Seite hier dieses Dropdown-Menü. Wenn Sie dieses Dropdown-Menü klicken, haben Sie die Möglichkeit, das mache ich jetzt weg, da haben Sie die Möglichkeit, natürlich unterschiedliche Chartparameter einzugeben. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig zu erklären. Jedes dieser roten beziehungsweise grünen Kerzen ist hier oder steht hier natürlich für einen Zeithorizont. Bei mir sind es eben Tageskerzen, weil eben Position Trader, ein Daytrader könnte zum Beispiel hier ganz einfach die Minutenkerzen wählen, aber das ist eher nicht mein Geschäft. Also bei mir sind es eben diese entweder 4 Stunden Chartkerzen, Candlesticks oder eben diese Tageskerzen. Sie haben aber auch natürlich
die Möglichkeit, Monatskerzen zu tätigen. Aber wie gesagt, hier bietet die X-Station ein sehr großes Portfolio an unterschiedlichen Möglichkeiten. Sie haben auch natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr weit aus dem Chart hinaus zu gehen oder in das Chart hinein zu screenen. Das kann man einfach auch sehr schön mit der Maus selbst tätigen. Was ist noch wichtig? Sie sehen hier mal dieses FX und hier sehen Sie einerseits die Möglichkeiten unterschiedlicher Parameter einzutragen, eben unterschiedlicher Indikatoren. Ich habe hier mal den RSI. Den RSI würden Sie eben hier jetzt ein bisschen hervorgehoben sehen. Die Bollinger Bänder, wenn ich vorhebe, finden Sie ebenfalls ganz einfach hier mit dem Eintrag Bollinger und schon haben Sie die Bollinger Bänder beziehungsweise, wie schon vorher erwähnt, das charttechnische Tool, den MACD. Auch den können Sie hier ganz leichter einblenden lassen. Und diese drei Parameter lasse ich zum Beispiel immer sofort oder unmittelbar auf das einzelne Chartbild eintragen. Sie haben hier noch das Steuerkreuz. Mit dem Steuerkreuz, ganz wichtig, sehen Sie mehrere Parameter. Wenn Sie dann so auf so eine Tageskerze gehen, hier wäre es die Tageskerze vom 23.12.2020, also einen Tag vor Weihnachten, da sehen Sie in diesem Kästchen einmal Open, also der Öffnungskurs, der Close-Kurs und High, also das heißt eben der höchste Kurs an diesem 23.12. und Low, der niedrigste Kurs an diesem Tag. Warum erwähne ich das? Weil das Parameter sind, wo ich sehr gerne eben Stop-Loss beziehungsweise Take-Profit beziehungsweise Trailing-Stop-Loss anpasse, um eben hier Widerstände zu analysieren, aber eben auch in der Folge einen Trend rausziehen zu können. Bollinger Bänder, RSI und MACD sehen Sie hier auch in diesem Kästchen, wenn Sie mal hingucken, natürlich in der Form, wie es zahlentechnisch dabei aussieht. Sie haben hier die Möglichkeit, natürlich Trendlinien, abstandsgetreue Linien, vertikale, horizontale Linien einzuzeichnen, beziehungsweise auch natürlich Ellipsen, Rechtecke, Dreiecke in das Chart einzugeben. Ich glaube, das ist ja hier auch immer sehr schön zu sehen, welche Möglichkeiten Sie in der X-Station auch haben, weil das ist nicht, also es ist ein sehr komplexes Tool und trotzdem einfach, es kommt immer natürlich darauf an, wie Sie es selbst dann für sich nutzen. Wie gesagt, bei mir ist es eigentlich eine ganz einfache Nutzung. Ich verwende eben einmal diese drei Parameter, diese drei Indikatoren, MACD, RSI und Bollinger Bänder und ich verwende hier mal die Tageskerzen und dann bin ich schon eigentlich sehr glücklich, wenn ich so einen Chart sehe. Da kann ich schon sehr viel draus lesen. Mehr benötige ich zum Beispiel bei meinen Trades kaum. Ein Daytrader beziehungsweise eben, wenn es um Hochfrequenzhandel geht oder eben um eher Trading im Kryptobereich, da kann es natürlich ganz anders aussehen. Da sind die Fundamentaldaten ja eher unwichtig, wenn es um Cryptocurrencies geht. Aber jene, die mich kennen, wissen, da bin ich ja nicht so ein großer Freund davon. Wir machen ja Unternehmen Spaß, wir machen Aktien Spaß und die analysiere ich auch gerne. Und wenn Sie hier dann sehen, unter unten gucken bei den offenen Positionen, da sehen Sie dann auch, was ich so offen habe oder welchen Trades oder welcher Trade gerade läuft. Und ich habe jetzt hier auf dieses I gedrückt. Sie sehen es hier ein bisschen langsamer, dann geht hier das Kästchen auf und ich weiß hier dann, wann hier diese Idee geöffnet worden ist. Das wäre zum Beispiel Tesla. Tesla wurde am 30.07.2021 als Idee geöffnet und Sie sehen hier auch einmal diese Möglichkeit des Dropdown-Menüs. Ich habe hier natürlich unterschiedliche Webinare, wo ich Ideen gestartet habe, einmal vorgezeigt und ja, da kann man natürlich auch sehr gern unterschiedliche Webinare durchsehen. Und hier zum Beispiel heute ist es natürlich die Autoindustrie und Tesla eben ein Wert, der hier schon seit 30.07. läuft. Sie sehen, ein Position Trader, wie ich bin, kann hier durchaus längerfristig Werte handeln und Tesla geht ja auch schon in das Themengebiet heute rein, in die Autoindustrie, in das Themengebiet, das wir uns ja heute mal vorweg mitgenommen haben. Jene, die mir folgen auf Strava.com, ich kündige das auch immer an, welche Themengebiete an Finanzen am Freitag das nächste Mal dran sind. Und Sie sehen es hier, Tesla am 30.07. hier als Idee gestartet, als Ratio hier war, und das kann ich Ihnen auch sehr schön natürlich zeigen, am 30.07. diese Konstellation, dieser Ausbruch
aus den Bollinger Bändern. Ich möchte Ihnen das auch retrospektiv noch einmal kurz zeigen und einzeichnen. Sie sehen es hier am 30.07. Kam es hier insbesondere vom charttechnischen Bild her zu einem Ausbruch. Und dieser Ausbruch suggeriert mir in der Regel oft einen weiter oder einen folgenden, eine Trendverstärkung. Was ist hier noch passiert? Der RSI war nicht überkauft. Und wenn Sie hier den MACD ansehen und sich angucken, dann sehen Sie hier insbesondere einen Übertritt von einem negativen MACD. Stellen Sie sich vor, hier in diesen positiven MACD und in der Kombination Ausbruch aus einer Einengung der Bollinger Bänder, einen Übertritt von einer negativen in einen positiven MACD. Das war sozusagen der Hintergrund, die Ratio, diese Tesla-Idee auch zu starten. Der Trend selbst, den ich Ihnen hier einzeige, ist natürlich ebenfalls ein ganz entscheidender Faktor für das Fortführen der Idee. Und in der Folge wurde eben hier insbesondere die Tesla-Idee so gestartet. Ja. Was ist so der Hintergrund von Tesla? Natürlich, das Unternehmen kennen wahrscheinlich alle, die im Trading-Bereich tätig sind, Elektroautobauer. Schon, wenn man die Kursentwicklung seit 2011 betrachtet, ja, ein wahres Kursfeuerwerk, das sich insbesondere ja in den letzten 2 Jahren völlig manifestiert hat, wenn man sich da den Zeitraum ansieht, vom Dezember oder Jänner 2020 bis Jänner 2021, das war fast eine parabolischer Kursanstieg, raketenhaft, wie sich Elon Musk wahrscheinlich nur hat wünschen können, aber dann aktuell oder dann in der Folge ein doch halbwegs Kursrücksetzer, insbesondere wenn man sich hier das mit so einem mit einer Trendlinie auch einzeichnet, kam es hier dann zu einem Kursrücksetzer, insbesondere ja bis, ich sag mal, Mitte diesen Jahres, zu Anfang oder Mitte Juni kam es dann doch zu einem Übertritt, dieser Abwärts, dieses Abwärtstrends mit einem Gap, einem Ausbruchsgap und dann eben diese Seitwärtsbewegung. Und diese Seitwärtsbewegung wurde meiner Meinung nach insbesondere mit dem Übertritt am 30. bzw. Ende Juli, Anfang August beendet und konnte sich dann, und das ist natürlich immer subjektiv und Interpretationssache, ein Aufwärtstrend wieder etablieren. Und diese Seitwärtsbewegung sehen Sie, wenn man es jetzt auch natürlich retrospektiv immer auch einfach betrachtet, aber wenn man sich hier auch mit den Bollinger Bändern anschaut, sehen Sie da diese Seitwärtsbewegung, die jetzt eben in eine folgende Aufwärtsbewegung übergegangen sein könnte. Ja, spannend hier natürlich der Einstieg in diese Idee mit einem Wert von, und das können Sie, und da muss ich jetzt etwas, da habe ich noch ein Panel hier im Blick, und das können Sie natürlich hier bei den offenen Beträgen oder bei den offenen Positionen ansehen. Der Einstiegs- der Öffnungspreis war eben hier bei 687,76 und das war sozusagen der Einstieg in die Idee am 30.07. In der Folge wurde zu Beginn gleich einmal das Stop-Loss festgelegt bei 6,2650 und da sehen Sie, das ist auch aktuell noch das Stop-Loss, das ich aber heute aufgrund der steigenden Trends gerne anpassen würde mit Ihnen. Und so sehen Sie auch, wie lang so ein Trade laufen kann oder eigentlich durchgeht bei mir, ohne dass es hier eben zu großen Übertritten kommt, beziehungsweise, wie gesagt, relativ stressfrei. Und wenn ich mir das da jetzt eben als Aktie ansehe, sind es für mich immer auch wichtige Faktoren. Was steht an? Mal wichtig, im August gab es Rekordverkäufe, die sind ja gemeldet worden, jetzt im September insgesamt fast 45.000 Fahrzeuge allein in China, die ausgeliefert worden sind. Und das nächste wäre, also das ist einmal eine Steigerung von 34% gegenüber dem Vormonat. Also hier kommt es zu starken Steigerungen, insbesondere im Verkauf von Elektrofahrzeugen in China. Ganz ein wichtiger Markt, der ja hier insbesondere für Tesla eine Rolle spielt. Der dritte Quartalsbericht, der ist am 27. Oktober oder kommt
am 27. Oktober oder wird da spannend, sagen wir mal so. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dieser Zeitraum, wann es hier wieder einmal mehr zusätzliche Informationen geben kann. Das zeichne ich mir hier auch gleich einmal ein. Und Sie sehen, auch diese Funktion oder diese Möglichkeit haben Sie natürlich in der X-Station. Sie können sich hier dann zukünftige Werte, zukünftige Ereignisse markieren und das mache ich auch immer sehr gern, weil natürlich die Trades länger laufen und Trends bis dorthin leicht auch weitergespielt werden können. Kommen nämlich keine neuen News und es läuft ein stabiler Trend. Das ist immer, denke ich, doch ein sehr gutes Zeichen. Der 27. Oktober wird aber jedenfalls spannend und deswegen auch hier gleich mal in diesen Trade, in den schon laufenden Trade eingezeichnet. Ja, was ist sonst noch wichtig? Natürlich die Marktkapitalisierung, braucht man nicht mehr darüber sprechen. 744 Milliarden US-Dollar aktuell, ein Wahnsinnswert, betrachtet man allgemein die Autoindustrie. Da ist das, wenn man es mit Daimler vergleicht, 77 Milliarden Euro oder eben die Marktkapitalisierung von Volkswagen. Mit 117 Milliarden sind fast mickrig dahingehend. Also alle deutschen Autobauer gemeinsam haben hier nicht die Marktkapitalisierung von Tesla. Da kann man jetzt denken, was man will. Ich persönlich denke, es ist doch etwas übertrieben, aber ich gebe mich hier dem Markt hin, bin Trader und schaue mir das mal an, wie der Kurs dann weitergeht. Aber grundsätzlich natürlich ein innovatives Unternehmen mit dem Klimawandel. In Wien haben wir heute wieder eine Demonstration der Klimajünger. Und auch hier ist es natürlich ganz ein wichtiger Faktor. E-Autos spielen eine immer entscheidendere Rolle. Und allein deswegen, glaube ich, soll man es hier nicht völlig negieren. Und das wird ja auch markttechnisch nicht mehr gemacht. Wenn man sich dann die Kursziele der Analysten ansieht, und das ist, wie schon gesagt, auch immer ganz entscheidender Faktor, dann ist es so, das maximale Kursziel und das maximale Kursziel spiegelt bei mir auch immer den Take Profit oder spiegelt sich im Take Profit der einzelnen Position Trades sehr oft wieder, dann ist das 1.200 US-Dollar. Das wäre hier das maximale Kursziel. Das durchschnittliche Kursziel aktuell liegt, und ich zeige Ihnen das hier mit dem Steuerkreuz, um sich hier, dass Sie hier einen etwas besseren Eindruck haben können, bei etwa 690 US-Dollar, das wäre so der aktuelle Wert, den Sie hier finden, beziehungsweise den aktuellen Einstiegswert, den Eröffnungspreis. Also genau hier liegt eigentlich das durchschnittliche Kursziel und das niedrigste Kursziel liege bei 150 US-Dollar, also sehr, sehr niedrig. Generell gesagt, also wenn man sich hier ansieht, der aktuelle Kurs etwas über dem durchschnittlichen Kursziel, aber potenziell noch weit unterm maximalen Kursziel der Analysten. Ja, und da geht es jetzt weiter in den Trend bzw. in die Charttechnik. Sie sehen es fundamental jetzt einmal analysiert, das Unternehmen. Na, die nächsten Nachrichten gibt es am 27. Oktober, die nächsten für mich, denke ich, spannenden Quartalsberichte, wo es dann wieder mehr in die Sache geht. Aber betrachtet man jetzt den Kurs, fällt bei Tesla natürlich eins insbesondere auf, dieser aktuelle Widerstand, der sich hier gebildet haben könnte. Ich bleibe natürlich hier immer im Konjunktiv. Das ist keine Beratung, sondern das ist einfach nur meine Meinung, die ich hier wiedergebe. Und Sie sehen es aber hier, dieser Widerstand, der hat sich hier schon etwas manifestiert, könnte aber in der nächsten Zeit wieder spannend werden, wird nämlich heute aktuell wieder angelaufen. Dieser Widerstand einmal vom Anfang oder mehr seit Anfang September immer wieder ein Thema, rein charttechnisch, und war auch schon ein Widerstand im April diesen Jahres. Und auch das ist natürlich immer charttechnisch spannend, dass man sich das ansieht. Sie sehen es also, im April war hier diese 762 US-Dollar, sage ich mal, oder 760 US-Dollar, war schon einmal ein ganz heißes Topic und aktuell eben wieder. Was sich hier noch hinzugibt oder was hier ganz spannend aktuell bei Tesla ist, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach einmal, sind die Bollinger Bänder, weil nämlich diese Bollinger Bänder sich gerade doch durchaus einengend präsentieren und auch der MACD, den Sie hier unten sehen,
der aktuell von einer negativen Situation in eine positive Situation übertreten könnte. Gemeinsam also der MACD und die Bollinger Bänder durchaus, wenn Sie so wollen, sehr spannend. Und wenn man ein bisschen rausscreent, jetzt sehen Sie dieser Abwärtstrend durchbrochen, diese zwei gelben Ellipsen einmal eingezeichnet rein charttechnisch, die spannend sind, diese Einengung aktuell der Bollinger Bänder. Und diese Einengung der Bollinger Bänder, die haben wir hier in der Tesla-Idee beziehungsweise in dieser Tesla-Idee nämlich schon einmal gesehen. Und das war eigentlich der Einstiegspunkt, der sich hier ergeben hat. Und eigentlich genau das ergibt sich bei Tesla wieder. Der Herbst kommt, vielleicht auch hier mal noch eine Jahresendrallye. Auch das könnte man sich hier überlegen. Und aktuell sehen Sie durchaus ein ähnliches Szenario, wie es schon im Juli gewesen ist bei Tesla. Ja, und hier bin ich natürlich schon in der Idee drinnen. Das heißt, ich brauche hier gar keine neue Idee mehr öffnen bei Tesla, weil es ja schon läuft. Aber spannend natürlich die Anpassung, die stattfinden könnte. Und diese Anpassung, die basiert oder wird basieren auf dieser möglichen Unterstützung. Und diese Unterstützung, die würde ich hier eben bei diesem Bereich, Sie sehen hier diese Tageskerze, der Docht, der hier sehr weit nach unten reicht, am 13. September, das wäre auch hier das untere Ende, ein mögliches untere Ende des Aufwärtstrendes beziehungsweise der Bollinger Bänder. Und deswegen würde ich hier ein Stop-Loss eingehen, und zwar in etwa um diesen Bereich des Aufwärtstrends. Und das wären eben 702 US-Dollar. In der X-Station sehen Sie, geht das ganz einfach. Eine Anpassung bei 702 US-Dollar und so rasch geht's. Und dieser Trade ist angepasst und sogar im Plus angepasst. Und wie gesagt, auch hier die Anpassung des Ampelsystems bei 702 US und hier se voilà, angepasst, dieser Trade kann hier weiterlaufen, ist hier analysiert, wieder rationalisiert und wie gesagt, spielt weiterhin natürlich in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Für jene natürlich, die noch nicht dabei sind, kann hier, und das ist auch sehr aktuell, diese Analyse natürlich 1:1 übernommen werden, beziehungsweise diese Idee ist eigentlich auch ganz ein adäquates Tool, ja, weil das Stop-Loss natürlich hier in der aktuellen Situation dann angepasst ist und natürlich auch eine mögliche Ratio für eine neue Idee in der X-Station, also durchaus mit denselben Parametern wie schon gegeben, aber eben mit einer neuen Idee. Ja, das ist sozusagen das Beispiel, das ich mitgenommen habe aus der Vergangenheit, aus einem Trade, der schon seit einiger Zeit läuft und glaube ich trotzdem an Aktualität nicht verloren hat. Und Tesla ist natürlich immer ganz ein spannendes Unternehmen, das ich hier gerne mitnehme, weil Autoindustrie und trotzdem technologisch wertvoll, wenn Sie so wollen. Und ein Unternehmen, da wo ich Ihnen jetzt einmal gezeigt habe oder zeigen konnte, wie so ein Ampelsystem funktionieren kann, wie das dann aussieht und welche Möglichkeiten das Sie hier auch haben. Ja, aber natürlich sind nicht nur vergangene Ideen aktuell spannend immer, sondern wir bei Finanzen am Freitag analysieren natürlich auch die neuesten Ideen und die neuesten Werte. Und mitgenommen habe ich hier natürlich auch einige Autowerte, die ich für spannend finde. Die Autohersteller allesamt natürlich aktuell auch ein kleines Chip-Problem. Die Chip-Knappheit ist natürlich ein ganz ein großer Faktor, der hineinspielt. Und diese Chip-Knappheit hat ja in den USA sogar dazu geführt, dass Gebrauchtwagen teurer geworden sind als bei der Anschaffung. Das heißt, ein Jahr altes Auto kann durchaus teurer verkauft werden, als es im Anschaffungswert bepreist worden ist. Und das ist doch durchaus spannend. Ja, welches Unternehmen finde ich hier besonders spannend? Ja, und was ich mitgenommen habe noch neben Tesla, ein ganz klassisches Unternehmen, ist Ford Motors. Ford hat
einen doch sehr starken Umsatzeinbruch einverbüßen müssen. 33%, um ein Drittel ging es da zurück im Jahresvergleich. Am 27. Oktober werden auch hier die neuen Zahlen präsentiert und auch das werde ich gleich einmal einzeichnen, weil ich aktuell das Unternehmen auch sehr, sehr spannend erachte. Weil, und das ist natürlich hier, es ist einmal bei Ford zu einem starken Kursrückgang gekommen, aufgrund dieser doch schwächeren Absatzzahlen. Aber was sich ergeben hat bei Ford, ist auf jeden Fall, dass sich der Kurs in der letzten Zeit sehr gut entwickelt hat. Hier eingezeichnet jetzt einmal die nächsten Quartalsberichte, sehr spannend. Bis dahin würde ich mich dann eher auf den Kurs und auf das Chartbild konzentrieren. Und dieses Chartbild längerfristig zeigt mir hier einen sehr, sehr netten Aufwärtstrend, der durchaus aktuell wieder sich stabilisieren hat können, weil wenn man sich hier ansieht, und das möchte ich Ihnen hier noch näher zeigen, ist hier einmal dieser Trend, dieser Abwärtstrend, der hier seit ja schon geraumer Zeit stattgefunden hat. Und zwar, wenn Sie wollen, kam es hier mit Anfang des Sommers, mit Juni zur Etablierung dieses Abwärtstrends und dieser Abwärtstrend, der konnte sich ganz aktuell würde man sagen, 22., 23. September auflösen. Es kam hier also zu einem Durchbruch und das habe ich Ihnen jetzt einmal mit dieser gelben Ellipse dargestellt. Also rein charttechnisch für mich ganz entscheidend dieser aktuelle Durchbruch aus einem möglichen Abwärtstrend. Natürlich zu Beginn, als dieser klar wurde, dass die Absatzzahlen sinken, auch eine Ratio dahinter. Jetzt aber dieser Durchbruch, dieser Ausbruch und dieser Ausbruch eben auch in der Kombination und da möchte ich Ihnen die Bollinger Bänder ans Herz legen. Dieser Einbruch oder diese Einengung der Bollinger Bänder und aktuell dieser Ausbruch auch aus diesem kleinen Widerstand heute. Und was Sie ebenfalls sehen, es ist hier der Relative Strength Index einerseits noch nicht überkauft, beziehungsweise der MACD weiterhin in einer stabilen, steigenden Situation. Und das finde ich doch sehr, sehr spannend, wenn man sich Ford ansieht. Ford selbst, wenn man sich dann weiter hineinkniet und einmal die Analysten analysiert, beziehungsweise für mich, wie schon gesagt, sind auch die Analysen, die Analystenmeinungen und die einzelnen Analysen immer ganz ein entscheidender oder wichtiger Faktor, dann ist es so, dass das niedrigste Kursziel aktuell, das Sie finden werden, ja, zumindest das ich gefunden habe, bei etwa 11 US-Dollar liegt, das maximale Kursziel aber bei 20 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel bei 16 US-Dollar. Also auch das durchschnittliche Kursziel läge aktuell durchaus sehr eindeutig über dem aktuellen Kurs. Jetzt haben wir hier drei Parameter. Fundamental geht es natürlich, es gibt es hier mit dem Chipmangel und den damit verbundenen Problemen beziehungsweise mit dem Einbruch der Verkaufszahlen durchaus Probleme. Wenn man sich die News ansieht, da wird es natürlich ganz spannend, was am 27. Oktober passiert. Aber wenn man sich jetzt kurzfristig das Chartbild, aber auch das längerfristige Chartbild, ich habe gesagt, Sie sehen es hier auch natürlich, ich habe hier Tageskerzen, das heißt auch hier dieses Chartbild sich ansieht, dann sehen Sie ganz schön, dass hier ein Aufwärtstrend mit einem Abwärtstrend von Juni sich gekreuzt haben könnte, natürlich. Also auch hier im Konjunktiv verbleibend. Und Sie sehen hier, dass hier sich dieses Kreuz hier aufgelöst haben könnte und mit dieser eingezeichneten Ellipse sich hier eine Trendwende durchsetzen könnte. Natürlich immer im Konjunktiv, aber oder zumindest eine Trendwende, ein Durchbruch des Abwärtstrends und eine Fortführung des sehr stabilen Aufwärtstrends. Und das finde ich, wie gesagt, sehr spannend und deswegen würde ich auch hier Ihnen live zeigen, wie man in der X-Station sehr einfach und sehr rasch so einen Trade starten kann im Rahmen des Ampelsystems, das ich Ihnen ja schon vorgezeigt habe. Und aus meiner Sicht wäre hier so ein mögliches Stop-Loss in etwa wie hier
bei 12,50. Das wäre so unterhalb des Aufwärtstrends, des stabilen, wie gesagt, und aber auch in etwa am unteren Ende der Bollinger Bänder. Und wenn Sie hier so wollen, wenn man dieses Triplett diese Trias vollfüllen möchte, auch hier bei einer möglichen Unterstützung, die sich mit 10. und 13. beziehungsweise 20. und 21. September gezeigt haben könnte. Also ein Wert, ein Kurs, der hier hinunterbrechen würde, wäre für mich ein weiteres Verkaufssignal und ich möchte nicht mehr in diesem Trade drinnen sein. Aber was hier durchaus spannend ist, ist natürlich die aktuelle Situation hier. Das möchte ich hier mit einer schwarzen Linie zeigen, weil es natürlich hier, wenn diese Idee weiterläuft, ich Ihnen das auch in Zukunft zeigen möchte. Was hier natürlich spannend ist, dieser Ausbruch. Und dieser Ausbruch ganz aktuell könnte mit einer ersten Anpassung dieser Idee, und das würde ich so um diese 70, 80 in etwa, 14,80 in etwa sehen. Hier könnte es entweder zu einem Take Profit oder, wie es bei mir ist, zu einer ersten Anpassung dieser Idee kommen. Und so würde ich diese Idee einmal ansetzen. Als Position Trader, sehen Sie, ist hier der Stop-Loss relativ weit im Süden, also relativ tief gelegt. Wenn natürlich hier eine kurzfristigere Idee ist, dann kann man natürlich dieses Chancen-Nutzen-Risiko noch weiter hochziehen, vielleicht hier um 13, um hier, vielleicht etwas weniger Risiko in den Markt zu nehmen, ist hier vielleicht auch adäquat und bei entweder ein Take Profit bei 14,80 oder eben eine nächste Anpassung. Warum erwähne ich das in etwa? Weil, wie schon gesagt, bei mir immer das Take Profit in den einzelnen Ideen das maximale Kursziel ist. Ich bin so ein typischer Position Trader, würde diesen Trend dann in der Folge eben sukzessive nachziehen wollen und das werde ich hier eben in der X-Station auch sehr gerne starten. Sie sehen es hier, eine Kaufoption beziehungsweise eine Kaufmöglichkeit, die man hier starten kann. Ich nehme hier einfach nur einmal einen Wert, dass man das sozusagen startet und in der Folge würde diese Idee mit einem Stop-Loss von eben 13 US-Dollar angegeben werden und einen Take-Profit von insgesamt bei 20 US-Dollar. Ja, wie schon gesagt, das ist so eine Möglichkeit, wie eine Idee aufgebaut werden kann und wie man das sehr rasch auch in der X-Station umsetzt und das eben in der Ford-Idee fort. Wie gesagt, ein alter Hase, wenn es um die Autoindustrie geht und deswegen hier heute mit dabei bei Finanzen am Freitag, weil sich auch dieses Chartbild, das Kursbild durchaus als meiner Meinung nach sehr spannend ergibt. Aber Ford ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, das spannend ist, sondern es gibt natürlich auch mehrere, insbesondere in der Autoindustrie. Ein Unternehmen natürlich, das jeder kennt, ist Mercedes Daimler. Und hier gibt es die nächsten Zahlen, die spannend sein könnten. Die nächsten Quartalszahlen für das dritte Quartal am 29. Oktober. Aktuell eine Marktkapitalisierung von etwa 77 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 77 Milliarden Euro. Die Stimmen der Analysten sind hier aktuell, das niedrigste Kursziel läge bei 71 Euro, das maximale bei 116 Euro und das durchschnittliche bei 94 Euro. Sie sehen es von den Analysten her durchaus spannend. Wenn man einen Vergleich wagt, kann man natürlich auch hier eine Trendlinie ziehen und hier könnte sich ein durchaus ähnliches Bild in der Folge ergeben wie Ford. Heute dieser Durchbruch, der aktuelle auch aus den Bollinger Bändern, rein charttechnisch, also auch durchaus spannend. Die Analysten sehen hier ein durchschnittliches Kursziel ja von 94 Euro, also auch hier Daimler durchaus ein spannendes Unternehmen. Und hier zeige ich Ihnen noch etwas, was Sie vielleicht auch nutzen können, wenn Sie hier, nämlich Sie haben immer die Möglichkeit natürlich auch
in der X-Station Kurse zu vergleichen. Und das geht, wie gesagt, hier mit diesem Vergleich-Button. Und Sie können hier die Kurse der einzelnen Branchen oder beziehungsweise unterschiedliche Aktien übereinander legen. Und Sie sehen hier aktuell, wenn man sich die letzten Monate Ford und Daimler ansieht, gibt es hier auch nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig durchaus Vergleichsmöglichkeiten. Und aktuell, wie schon gesagt, auch hier ein Durchbruch zeichne ich Ihnen auch gerne an mit einer gelben Ellipse, ein Durchbruch aus einem möglichen Abwärtstrend, gute Analystenzahlen, auch hier denke ich in der Folge spannend, vielleicht nicht so eindeutig wie hier bei Ford, aber durchaus eine Überlegung wert. Daimler, wenn man sich nämlich die Fundamentaldaten ansieht, natürlich ein Unternehmen mit Tradition und mit sehr guten Analystenzielen, die sich hier dann widerspiegeln könnten. Ja, Daimler also hier ebenfalls aus einer Abwärtsbewegung auftreten, nach oben abgleitend. Ganz anders spiegelt sich das Bild meiner Meinung nach von Volkswagen. Volkswagen 117 Milliarden US-Dollar, Euro, Entschuldigung, die aktuelle Marktkapitalisierung. Die Zahlen werden hier ebenfalls am 28. Oktober geliefert. Also Ende Oktober wird es wieder spannend, wenn es um Börse geht. Und am Donnerstag hat hier Volkswagen mitgeteilt, am 23. September, also gestern, dass man eine neue Batteriefabrik aufbauen möchte. Dem Kurs hat es nicht wirklich geholfen, obwohl die Analysten aktuell im Maximum den Wert bei 340 Euro sehen, bei 185 das Minimum und bei 276 das mediale Kursziel. Aber der Trend aus meiner Sicht genau umgekehrt, wenn Sie so wollen, oder seitenverkehrt von Daimler. Daimler sehen Sie hier einen möglichen Aufwärtstrend anhand der Bollinger Bänder. Bei Volkswagen sehen Sie hier ganz genau das Gegenteil. Sie sehen hier einen Durchbruch durch das untere Bollinger Band nach einer Einengung. Das zeichne ich Ihnen ebenfalls hier nochmal kurz an mit dieser Ellipse. Und Sie sehen Sie hier also genau ein gegenteiliger Effekt, den Sie einerseits bei Daimler sehen, aber natürlich auch schon wie vorhin gezeigt bei Ford, also rein vom Chartbild her VW eher unter Druck, würde ich sagen, und nicht so bewegend, positiv bewegend vielleicht, wie die vorher genannten Unternehmen. Ja, und was auch natürlich ins Spiel passt hier ist BMW, BMW ebenfalls natürlich bekannt, 52 Milliarden Euro die Marktkapitalisierung und am 3. November liefert hier BMW die Zahlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 102 Euro, also ebenfalls relativ hoch, ja. Wenn es hier um das durchschnittliche Kursziel geht, das maximale Kursziel 131 und das niedrigste Kursziel bei BMW, das ich hier habe, liegt bei 80 Euro. Und das ist auch eigentlich sehr spannend, weil sich aktuell ebenfalls hier diese negative Trendlinie durchaus nach oben ausbrechend gestalten könnte und natürlich hier auch eine ganz spannende Trading-Idee ergeben könnte, ein Ausbruch aus den Bollinger Bändern und hier ebenfalls vielleicht eine Trendwende bei BMW, also auch BMW aus meiner Sicht aktuell ganz, ganz spannend, wenn es hier um einen netten Trade gehen würde. Das erste Kursziel oder das erste Ziel würde ich hier einmal bei so etwa bei einem möglichen Widerstand um 85, 70 sehen. Also hier in dieser Größenordnung könnte durchaus ein Take Profit geliefert werden. Ein Stop Loss könnte man hier durchaus relativ eng setzen, wenn man möchte. Hier ist diese Tageskerze mit einem Tief von 79,50 etwa in Reichweite, um das Risiko hier nicht allzu groß behaftet zu haben. Also
BMW durchaus auch ja ein Unternehmen, das aufgrund der Fundamentaldaten bzw. der Analystenmeinungen, aber auch aufgrund der aktuellen Situation eine mögliche, der Chartsituation, der kurzfristigeren, eine mögliche Trading-Idee darstellen könnte. Ja, das sind eben die Werte, die ich hier insbesondere für Sie heute mitgenommen habe, wenn es um die Autoindustrie geht, wenn es um die Autowerte geht. Und Sie sehen es, so einfach und so rasch geht das auch in der X-Station. Sie können sehr, sehr schnell, sehr, sehr rasch agieren und in der Folge mit einem Ampelsystem ein eigenes, ja, ihr eigenes Risikomanagementsystem umsetzen. Und das ist doch auch immer, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Möglichkeit. Aber wie schon versprochen, wenn es zu Fragen kommt oder zu neuen Werten geht, wenn es hier Fragen gibt zur Autoindustrie, scheuen Sie sich nicht. Ansonsten gehe ich hier nach der Frage nach Gold weiter. Das ist natürlich hier fundamental gesehen eher schwierig zu dokumentieren. Gold, ein ganz wichtiger Trading-Faktor, wird natürlich hier immer auch, wenn es um die Inflation geht, genannt. Und aktuell bietet sich bei Gold natürlich rein charttechnisch mittel- beziehungsweise langfristig durchaus ein spannendes Bild an. Und was ich hier bei Gold, und ich trade Gold auch sehr gerne immer wieder, privat, ist, dass hier ein möglicher hier Aufwärtstrend aktuell insbesondere etwas angeteasert wird, wenn Sie so wollen. Also dieser Aufwärtstrend, der seit 2018 hier etwa vorliegt. Viel weiter möchte ich hier gar nicht hinausgehen. Dieser Aufwärtstrend, der wird aktuell wirklich sehr unter die Lupe genommen bzw. auf die Probe gestellt. Wenn Sie so wollen, entscheidet oder könnte sich das aufgrund des vorliegenden Abwärtstrends von betrachtet ungefähr 7. Juli 2020 als spannende Konstellation ergeben, vielleicht sogar als zukünftig wegweisende Situation, weil sich hier aktuell gerade diese beiden längerfristig laufenden Trends, der längerfristige wäre hier der Aufwärtstrend, der kurzfristigere der Abwärtstrend, der rote, hier aktuell schneiden. Wenn es rein um die Bollinger geht, ja, dann könnte es hier durchaus einen Abbruch, einen weiteren Abbruch signalisieren. Die Bollinger werden aktuell nach unten getestet. Der Relative Strength Index ist noch nicht da. Auf der überkauften Seite liegt aktuell also noch über 30, und wenn man sich hier den MACD ansieht, dann ist der klar negativ. Schaue ich mir die Tageskerzen und die damit verbundenen kurzfristigen charttechnischen Analysen an, eben MACD, RSI und die Bollinger Bänder, beziehungsweise auch die Trends, dann würde ich rein aus dem Chart eher eine tendenziell zukünftige Abwärtsbewegung heraussehen. Aber natürlich, das ist sehr viel Kaffeesud lesen. Aktuell aus meiner Sicht noch keine eindeutige Situation. Wichtig könnte durchaus dieser mögliche Widerstand bei 16,80 in etwa werden, also 1680 US-Dollar. Das wäre für mich so ein entscheidender Faktor. Warum? Einerseits natürlich, weil es hier dieser Wert mit heuer, wann waren das? Mit der Tageskerze vom 9. August hier mal angetestet worden ist, aber auch hier mit März und also 8., 9. beziehungsweise 31. März im Anfang April, also genau zu diesen Zeitpunkten konnte diese Unterstützung halten, eingezeichnet jetzt in dieser Ellipse, und auch eine Unterstützung, die sich zurückreicht bis eben ja ins Jahr 2020 hier, also in dem Bereich von April, Mai, Juni 2020. Also diese Unterstützung sollte unbedingt halten, meiner Meinung nach. Ansonsten könnte es durchaus rein charttechnisch zu weiteren Absetzern, Absackern kommen. Wie gesagt, kurzfristig aus meiner Sicht eher eine mögliche
Short-Konstellation mit einem Take-Profit bei 16,80. Sie haben natürlich in der X-Station immer auch die Möglichkeit, sehr, sehr rasch Positionen in einer Short-Position zu eröffnen, wenn Sie der Meinung sind, ein Wert eben würde weiter fallen. Immer im Konjunktiv natürlich, aktuell Gold aus meiner Sicht eher auf einer kurzfristigeren fallenden Tendenz. Mittelfristig kommt es darauf an, ob aus meiner Sicht, und das ist wie gesagt immer meine persönliche Meinung, dieser Wert um 16,80 halten kann. Ja, das zum Einwurf Gold, neben der Autoindustrie natürlich auch, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Edelmetall und sehr schön zu handeln. Und in diesem Sinne war das auch schon wieder Finanzen am Freitag, heute am 24. September. Wir sehen uns hoffentlich wieder am 8. Oktober, wenn es zu neuen Themen kommt. Besuchen Sie mich gerne auf sotravo.com. Bei Sotravo, auf sotravo.com können Sie natürlich auch oder erfahren Sie auch sehr gerne die nächsten Topics, die nächsten Themen. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie heute dabei gewesen sind, heute am 24. September. Und ich freue mich, wenn ich Sie am 8. Oktober wieder sehe, beziehungsweise wieder neue Ideen in der X-Station präsentieren darf. Und in diesem Sinne gesund bleiben, alles Liebe und bis zum 8. Oktober, wenn es ein Wiedersehen gibt, mit XTB und mit mir, Richard Ritschel-Dobitzberger bei Finanzen am Freitag. Auf Wiedersehen, tschüss und Baba, Servus aus Wien.